Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Wir sind immer noch im Beryllium und versuchen zu fliehen. Allerdings geht das nicht ganz so einfach. Warum, sehen wir gleich. Und zwar müssen wir... Warum ist meine Party wieder um... Ah, okay, Kimara drängt sich offenbar auf jeden Fall in die Party rein. Das macht aber nichts. Wir werden trotzdem als erstes gleich mit Tidus Hastra verteilen. Das ist ziemlich wichtig. Da, weil wir bekämpfen nämlich Simor Varia. Und nicht nur kommt, hat er relativ viele HP und ein, also ein riesengroßes Schutzschild mit 4000 HP. Sondern er kommt auch relativ oft zum Zug. Was Tidus, Yuna und Auron hier machen können, ist Simor anzusprechen. It is good to see you again, Lady Yuna, but you don't seem pleased. I'll only be pleased when you're gone to the far plane. Okay, bei Yuna steigt die Zauberabwehr, bei Tidus und bei... Was machen wir hier eigentlich? Ich werde den gleich mal beklauen, glaube ich. Bei Tidus und bei Auron steigt jeweils die Angriffskraft. Bei den beiden, also beim Schild und bei Simor, ist es so, dass jeder einen Angriff hat und jeder bekommt seine Züge. Das ist natürlich sehr ungut für uns. Oh, eieiei, das wird nicht gut ausgehen. Ja, er hat auch Habitus Magie, das heißt, er zaubert zwei Schwarzmagien auf einmal. Natürlich sehr unangenehm für uns. So, jetzt holen wir Riku rein und heben mit Riku Yuna auf. Weil Riku ist quasi die schnellste im Team. Waka muss noch dran kommen, glaube ich. Und Dolo auch noch. Ah, holen wir mal Waka rein. Übrigens keine schlechte Idee hier mit aufgeladenen Ekstasen reinzugehen. Was leider nichts bringt, ist. Schauen wir mal, ob er gegen Bio anfällig ist. Ich glaube zwar nicht, aber. Naja, ein Versuch ist wert. Yunas Ekstase bringt in dem Fall leider nichts, weil. Sobald wir. Oh, es bringt was. Oh, wir können ihn vergiften, das wusste ich gar nicht. Yunas Ekstase beschwört nämlich nur Bestia, und sobald man eine Bestia beschwört, sobald man eine Bestia beschwört, dann verbannt sie Simor Varia auf jeden Fall sofort. Das heißt, das ist nicht sehr gut. So, jetzt holen wir nochmal Tidus rein, der hat nämlich Hass drauf. Der wird jetzt mal kurz. Nein. Yuna aufwecken. Nein, nicht sich selbst. Verdammt. Das kommt, wenn man zu voreilig ist. Phönixfeder. Das Problem ist nämlich, die Phönixfeder werden automatisch gezielt, das heißt, sie zielen automatisch dorthin, wo ein totes Partymitglied liegt. Okay, jetzt ist aber dann gut, oder? Nein, kaum. Ich brauche nur so viel Glück haben und er darf nicht Yuna treffen, dann ist das Ganze ziemlich einfach. Jawohl. Null ist mir nämlich ziemlich egal. So, da holen wir jetzt. Ich glaube, es waren alle dran, außer. Also, es waren alle dran. Kimari war auch schon dran, richtig. So, und jetzt werden wir mal mit Auron ansprechen. Although he was not the man I once knew, Kinnock was still my friend, Simor. You will pay for his death. Und ich glaube, Auron müsste auch noch Hast haben. So, wir sprechen noch. Ah, wir werden zuerst mit ihm ein Item nehmen, und zwar eine High Potion. Damit wir mit Yuna sie selbst heilen können. Und danach werden wir wieder eine Runde Hastra verteilen und dann quasi Vollgas geben. Weil mit Tidus und Auron geht das Ganze am einfachsten hier. Dadurch nicht nur durch. So, you two seek freedom from this painful life? You talk too much, Simor. Nicht nur bekommen beide Angriffskraftsteigerungen durch die Ansprechen Dialoges, sondern. Okay. Sondern. Sie sind auch so fast die stärksten momentan. Waka ist vielleicht ähnlich stark. Komm, nicht Yuna treffen, nicht Yuna treffen. Jawohl. Sehr gut. Okay, dann können wir mit Yuna mal ein Vitra raushauen. Das wird höchste Eisenbahn für Hast, ja. Oder schauen wir mal, ob. Ah, ich habe keine Hasen Hast. Oh mein Gott. Das Problem ist nämlich später dann. Ich werde mal kurz
Ja, mach mal Holosativ, das ist nämlich relativ wichtiger. Okay, wie geht der? So. So. Später dann versucht Sima dauernd uns zu versteinern und deswegen habe ich Yuna mit, weil die kann versteinern nicht nur durch Gegenstände aufheben, sondern auch durch eben. Nicht Antizauber, sondern ihr Heilspruch halt. Medik heißt das, glaube ich, ja, richtig. Und deswegen habe ich Yuna mit und. Deswegen habe ich sonst. Ah ja, genau. Sima hat auf sich selbst das Protes gezaubert. Das kann ich mit Yuna natürlich entzaubern. Ah, toll. So natürlich nicht. Das Problem ist nämlich, sein Steinangriff hat 100%ige Trefferchance. Das heißt, ich werde eine Goldnadel verwenden. Wir könnten natürlich auch ein Allheilmittel verwenden, aber das brauchen wir ja nicht. Okay, machen wir irgendwas Lustiges? Probieren wir mal Gemachgar. Ein Versuch ist wert, ich glaube er ist immun, aber dadurch, dass ich sowieso auf allen Hast habe, ist okay. So, was machen wir mit Tylos? Wir greifen ganz normal an. Ja, ist eine gute Idee. Das mit dem Vergiften war übrigens eine ziemlich gute Idee. So, jetzt machen wir Antizauber. Auf Sima, weil dann ist sein Protes weg und dann mache ich noch mehr Schaden mit den physischen Angriffen. Während er uns wieder versteinern probiert. Ja, das war eh klar. Komischerweise konzentriert er sich jedes Mal auf einen bestimmten Charakter. Das hat nicht wirklich Konsistenz, sondern es ist immer irgendeiner, aber er bleibt dann meistens bei dem. Es ist sehr unangenehm, dass es jetzt Yuna ist, weil ich sie eigentlich fürs Heilen brauche. Aber solange sie hin und wieder unten reinbekommt, ist es nicht tragisch. Autsch. So, was machen wir? Wen heilen wir jetzt als erstes? Ja, Yuna bringt nicht wirklich etwas zu heilen. Ja, mit Tylos. Yuna ist die, glaube ich, momentan am schwächsten ist. Das heißt, wenn wir leveln, dann wäre es interessant, vor allem auf sie, also sich auf sie konzentrieren. Und richtig, wenn er dann unter, glaube ich, 12.000 HP sinkt, Arsch, dann zaubert er Flare, was natürlich sehr unangenehm sein kann. Hat er nicht Hast? Verstehe ich, warum Auron nicht Hast hat. Aber Auron macht so viel Schaden, das ist. So, wir heben Yuna noch auf. Und in der nächsten Runde werden wir dann mit Tidus das Limit ausführen oder die Ekstase ausführen. Kann man schon dran, sehr gut. Und zwar Gemetzel. Das hat den Vorteil, dass wir nicht nur Sima treffen, sondern auch sein Schild. Und das Schild, wenn es HP verliert, dann zieht es quasi HP von Sima ab, um sich zu heilen. Okay, es wäre halt cool, wenn ich nicht nur das Schild getroffen hätte. Ja. Oder so. Okay. Es sorgt dann immer 4000, dann 3000, dann 2000, dann 1000 ab. Und wenn sie ihm halt keine HP mehr hat, dann stirbt er natürlich. Und offenbar geht es sich sogar aus, dass man ihn so vernichtend schlagen kann. Normalerweise reicht es aus, wenn wir mit Auron einen Schlag liefern. Also den letzten Schlag liefern, der macht meistens zwischen 6000 und 7000 Schaden. Das ist eigentlich gut genug meistens. So, alle haben AP bekommen, das ist sehr schön. Und wir schauen uns gleich weiter an, was los ist, also wie wir jetzt aus Bevel entkommen. We escaped with our skins intact, but Yuna lost something. I could already tell her faith was shaken. Yevon had betrayed her. I felt like I should do or say something, anything. But nothing came. I was just as lost as she was. And then well? We're all clear. We will have to avoid Bevel in the future. Yuna? Said you wanted to be alone. Of course. Okay, und ab jetzt können wir uns wieder bewegen. Wir sind im Wald von Makalani angelangt. Wie wir genau hierher gekommen sind, weiß ich leider gar nicht. Auf jeden Fall können wir speichern und dann mal mit unseren Kompagnons reden. I am tired. Okay, das kann ich mir vorstellen nach den Kämpfen jetzt. Must be tough for Yuna.
We leave at daybreak. Okay. If Yuna figures out where we're going, that is. Naja, wir müssen immer noch die Reise fortsetzen, oder? Wonder what Yuna'll do, huh? Think she'll quit her pilgrimage? That's what you want, right? Well, if Yuna really wants to keep going, then I guess I shouldn't stop her, you know? That's what I think anyway. I wonder if there's a way to perform the final summoning and not die. That'd be great, wouldn't it? Super toll wäre das sogar. Yuna's off in the woods. Kumari's with her, but maybe you should go too. Okay. I think it might help if you were there. Okay, vorher wollen wir aber noch unser Sphärobrett aufleveln. Ich weiß, ich zeige das jetzt relativ oft her, das hat den Grund. Wo muss ich überhaupt hin? Darauf? Ah, richtig. Das hat den Grund, weil ich relativ oft jetzt Leerzeiten habe, die ich noch im Video füllen kann. Und damit ihr seht, wo wir ungefähr sind. Also ich stelle mir vor, dass das zumindest nicht extrem uninteressant ist. So, mit Kimari gehen wir noch hierher. Und dann machen wir uns wieder auf den eigentlichen Weg von ihm. Ihr werdet noch früh genug zu relativ vielen Levels kommen, also keine Sorge. Oh. Waka hat noch einen Punkt bekommen. Und Waka, ich glaube, Waka dürfte auch schon ziemlich am Ende sein. Er bekommt nämlich hier dann, wenn ich es treffe, Trisaster. Das ist auch eine coole Ability, die, glaube ich, Schlaf, Stumm und Blind gleichzeitig verursacht. Aber nur für eine Runde, oder für drei. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, oh, haben wir noch wen gehabt. Lulu ist ja noch nicht fertig, genau. Also wie gesagt, jetzt sind wir schon relativ am Ende der normalen Wege am Sphärobrett. Ich werde noch kurz speichern hier. Gleich einen neuen Speicherpunkt anfangen, nachdem wir jetzt relativ viel Story hinter uns gebracht haben. Auch wenn noch einiges an Story vor uns liegt. So, Moment, ich muss noch kurz ein Safe State anlegen. So, Safe State habe ich angelegt. Ich weiß nämlich nicht genau, wo die nächste Zwischensequenz anfängt, beziehungsweise ich habe es mir ja gerade angesehen. Hier finden wir noch Kimari, der sagt allerdings nichts zu uns. Der schaut uns nur komisch an und schaut wieder weg. Und weiter vorne steht dann Yuna. Und was Yuna genau zu sagen hat und wie es ihr geht und was das alles mit der Story zu tun hat, wo wir als nächstes hingehen und warum wir super cool sind, das sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy X. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Natürlich sind wir nicht super cool, sind wir normal cool, aber macht ja nichts.